Ich habe da ein neues Rezept für dich. Nimm eine Handvoll zu viel Zeit, eine Prise Erste Welt, eine Scheibe Zwangsaktivismus, gut umrühren und du hast Digital Blackfacing. Und jetzt fragst du dich, wie schmeckt das? Ich vergleiche das mal mit den Gerichten, die ich koche. Egal wie du die würzt, du kriegst Durchfall. Aber was ist eigentlich Digital Blackfacing? So nennt man das Verwenden von GIFs und Memes durch Nicht-Schwarze, in denen Schwarze abgebildet werden. Und nach Renee Blake, einer Professorin an der New Yorker Universität, ist die Problematik, man nimmt bestimmte isolierte Ausdrücke von schwarzer Sprache und Gesichtern und identifiziert sie mit einer bestimmten Emotion. Und die ist normalerweise übertrieben. Man nutzt Aspekte schwarzer Kultur und ignoriert den schmerzvollen Teil. Und übrigens, als ich das jetzt vorgelesen habe, habe ich schon wieder Durchfall bekommen, weil das ist der größte Mist, den ich seit langem gelesen habe. Weil Schwarze benutzen selber Emotes von Weißen. Das ist übrigens mein Gesicht, wenn ich versuche, Verständnis zu haben für lächerliche Probleme. Und sie sagte auch, dass Nicht-Schwarze keine Memes von Schwarzen benutzen sollen, weil es eine kulturelle Aneignung ist. Wow. Ich meine, wenn es nach dieser Logik geht, dürfen keine Weißen mehr Jazz spielen oder Rapper sein. Oder auch andersrum, Roberto Blanco darf keine Schlagermusik mehr machen, weil es die Aneignung weißer Kultur ist. Ein bisschen Spaß muss sein. Sorry Roberto, kein Spaß mehr für dich. Vereinzelte sehen das Nutzen von schwarzen Memes von Nicht-Schwarzen als Problem, aber ich sehe es genau andersrum und sogar als was Positives. Weil Memes drücken ja oft das eigene Empfinden aus. Also wenn ich ein Meme benutze, zeigt es stellvertretend für mich meine Emotion. Und Hardcore-Rassisten würden doch also den Teufel tun und ihre eigenen Emotionen darstellen lassen von jemandem, der eine andere Hautfarbe hat als sie. Und natürlich gibt es auch offensichtlich rassistische Memes und Menschen, die eine schlechte Absicht haben, wenn sie welche benutzen. Aber so zu tun, als wäre das ein breites Problem, ist einfach nicht Realität. Jetzt will ich kurz über zwei Fehler reden, die einige Menschen machen, die sich so von übertriebener Political Correctness triggern lassen. Erstens, nicht automatisch die Meinung Einzelner nehmen und sie stellvertretend sehen für eine ganze Gruppe. Weil die überwältigende Mehrheit, die sich gegen Rassismus einsetzt, hat noch nie über Digital Blackfacing nachgedacht. Und zweitens gibt es einige, die so wütend werden über so absurde Einstellungen, dass sie dann aus Trotz ins andere Radikale gehen. Was? Digital Blackfacing ist rassistisch? Jetzt zeige ich euch mal, was wirklich rassistisch ist. Und ziehen sich dann eine weiße Kapuze mit zwei Löchern an. Wenn du auf etwas Dummes reagierst, indem du etwas Dümmeres tust, dann macht dich das überraschenderweise nicht intelligent. Wenn es um das Zwischenmenschliche geht, dann wird nicht Minus mal Minus zu Plus. Auch wenn die grundsätzliche Absicht dieser übertrieben politisch Korrekten an sich positiv ist, für weniger Diskriminierung zu sorgen, ist die Art und Weise dorthin zu kommen unfassbar kontraproduktiv. Sie versuchen das Feuer zu löschen mit Benzin. Aber das wird leider nicht gesund reflektiert, weil sie so dermaßen in ihrer Aktivistenbubble sind, dass sie nicht merken, wann sie übertreiben. Ich habe das Gefühl, dass kein Rassismusvorwurf zu weit geht. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, wenn ich in die Bubble gehen würde und sagen würde, dass Solarien künstliches Blackfacing ist, dann würde ich sogar Zustimmung finden. Einige müssen einfach realisieren, dass wenn man permanent die Unterschiede zwischen den Menschen hervorhebt, man dafür sorgt, dass Menschen sich nicht gleich sehen. Und jetzt schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema, zivilisiert, in die Kommentare und folgt mir gerne hier und auf Twitch, wo ich regelmäßig Livestream. Ihr seid herzlich willkommen, hat mich sehr gefreut. Bye, bye.